Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilda. Oh, da ist Gammelfleisch dabei. Das kann weg. Und ja. Ja, wir sind noch ein bisschen auf Erkundungstour bei Conan oder in Conan Exiles oder bei Conan Exiles, keine Ahnung. Wo bist du denn hin? Ich bin auch noch kurz zum Wasserfall gegangen. Ach so. Guck mal, die Steinbrücke, da sieht ziemlich cool aus. Oh ja, und ziemlich hoch. Es ist recht friedlich hier, ne? Ja. Ist eigentlich ganz schön. Es gibt Steine, es gibt Bäume, es gibt Wasser. Eigentlich nicht Wasserfall. Schlecht. Da könnte man oben seine Basis bauen mit einer Brücke darüber, eine Brücke darüber und dann kommt man hier runter. Das ist ganz da toll. Da ist ein größeres Lager. Wo, wo, wo? Links oben, da sind so Sonnensegel. Aha, interessant. Sieht aus wie so ein Schiff da auf dieser... Steinnase! Oh. Wir wissen ja, Steinnasen spielen gerne Verstecken. Ja. Und da unten ist auch ein Segelschirm. Ah! Ah, kommt er schon. Oder die. Oh. Die sieht ja cool aus. Ein Nordheimer Kämpfer. Die ist nach meinem Geschmack. Ihr Herz gehört mir. Geh weg. Mein Herz. Das Eisen gehört mir. Ja, nimm das Eisen. Ich will nur das Herz. Kann ich nämlich mein Abhäutemesser reparieren. Das nächste Eisen nehme ich aber, weil mein Herzdolch, der braucht ein bisschen, ist der faul oder was? Jo. Der will nicht? Nö. Ja. Da rollt noch der Kopf. Da rollt der Kopf. Hab den Kopf abgeschossen oder wie? Ankerpunkt. Ah, das ist ein Anker. Oh, ein Lager der schwarzen Hand auskundschaften. Warte mal, ich habe Pfeile für dich. Der hat irgendwie coole Pfeile dabei gehabt. 7 Stück. Eisenkopfpfeile. Ach, die sind normale. Okay, habe ich. Aber dafür Stiefel? Ich würde ein Kopfding nehmen. Ja, aber. Bessere Stiefel, nehme ich mal. Ich würde gerne da hoch. Boah, ich bin immer noch überlastet. Ist noch so? Okay, krass. Ah. Das gibt's nicht. Ich bin einfach zu schwer hier. Ey. Die Kohlebrocken sind zu schwer. Willst du Kohle haben? Nee, ne? Dann hau ich's raus. Immer noch zu schwer. Die Stiefel sind scheiße schwer und scheiße kaputt schon, sehe ich gerade. Gib mir meine alten wieder. Meine Stiefel. Geh die weg. So. Stiefel waren auch zu schwer. Ja. Also das ist der Ankerpunkt und man muss echt hoch, ne? Mhm. Let's fetz. Ah, ich glaube, da könnte ein Aufgang sein. Rechts ist auf jeden Fall auch irgendwas. Ja, das ist so eine riesen Brücke darüber. Die schwarze Galeone. Ne? Oh, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Aufgang und da ist erstmal eine Steinnase. Ne? Nur damit ich mich nicht davor erschrecke. Na, ja, ich habe auch schon geschrien wie ein Mädchen.
Aua. Du weißt doch, wir sind beide furchtlose Barbaren. Ja, da oben ist gleich noch eine. Und noch ein näher. Ah, ich bin daneben geschossen. Ups, voll dazwischen geschlagen, aber nicht getroffen. Gut, dass wir PvP aushaben. Ja, ja, darum mache ich das ja auch. Wenn wir kein PvP hätten, hätte ich dich alleine kämpfen lassen. Da oben geht einer. So, das ist woanders. Ui, Pfeil ist abgeprallt. Der nicht. Oh, was ist der für eine coole Waffe? Na lange. Hey, Captain Namor. Oder wie du auch immer hieß. Namor. Namor. Das ist, ein Toter. Der hat Eisen für dich. Und ein Herz. Nope. Du hast ihn gesegnet. Warum segnest du ihn? Weil ich auch was haben möchte? Hör auf, ihn zu segnen. Ich segne so viele, wie ich will. Ich verbiete es dir. Nope. Ah, hier hat doch noch irgendwer gekämpft, oder? Ja, oben irgendwie. Also ich gehe erstmal hier ein bisschen links hoch. Die rote Hand. Ob die für Saruman arbeiten oder sowas? Nee, das ist die weiße Hand. Das ist ein Lager, ne? Oh, dann nehmen wir mal die Tussi, die da so schön steht. Aber ich würde eher links lang gehen, na gut. Tussi. Die ist auch faul, bewegt sich nicht. Dafür kommt da hinten einer. Da kommt einer. Ich treffe den nicht. Ah! Er hat einen Pfeil im Kopf. Hey, nicht segnen. Pfui, lass das. Nein! Ah, ich hab mich geheilt. Scheiße. Ich wollte das doch nicht. Er hat Pfeil und ein Zettelchen dabei. Also wenn du noch mehr Pfeile willst, die Leiche hat's. Okay. Nehme ich. Konntest du nicht nehmen? Ich sehe hier keine Leiche mehr. Achso, dann nehme ich sie. Warte ganz kurz. Nehmen. Nehmen. Oh, Knochenpfeile behalte ich. Was ist das für ein Zettelchen? Seemannslied der schwarzen Hand nehme ich auch mal. Und dann schmeiße ich hier die hier raus. Und die hier. Oh, die darfst du segnen. Die hast du ja gekillt. Danke, zu gütig. Ja, muss ja auch ein bisschen teilen, ne? Dafür ist da so ein Horst. Schieße ich mal in die Fresse. Oh, Stufe 3. Auch ein bisschen Ausdauer. Ey! Na dann, nimm dir mal sein Herz. Okay. Der steht da oben. Katze. Die Katze will Aufmerksamkeit und kratzt gegen meinen schönen PC-Stuhl. Bist du das? Ja. Der sieht böse gemein aus. Oben links ist auch noch eine, die hat nicht mal... Oh! Die hat keine Bekleidung. Schieß mal auf die Brüste. Nee. Oh, ist auch ein Bogenschütze. Den schießen wir mal in den Schritt. Und ihr in den Büchern. Bietet sich irgendwie an. Also, Katze. Ausruhen? Kommst du her?
So, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Oh, sie ist runtergefallen. So, leg dich hier hin. Sei plüschig. Hm? Gefüttert wird später. Ich sehe zwar jetzt weniger, weil die Katze vor mir sitzt, aber wird schon gehen. Da sind gleich zwei und Anna kommt schon. Ui! Lass sie nur mal kommen. Ey, er hat mich erwischt. Der ist gut. Ja. Ich habe das Gefühl, du klaust mir immer den Kill. Das ist ja unwichtig, oder? Oh, jetzt bewegt er sich. Oh, was hat denn der dabei? Bier? Hast du sie beiden gesegnet? Ja. Nur mal kurz gucken, was der für ein Getränk dabei hatte. Glügebräu? Mach das. Ach, das erwärmt einen, okay. Oh, ich muss was essen. Ich hab Hunger. Oh, mein letztes Steak. Ich hab noch ganz viel Fisch dabei. Mh, lecker Fisch. Da steht jemand. Ups, irgendwer hat uns gesehen. Ja, der da. Komm doch her, komm doch her. Ja, komm doch her. Oh, ein Alchemist. Nein, Bastard. Ja, der hat. Kannst du nehmen. Oh, shit, 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 shit. Oh, der ist ein tapferer Kämpfer. Achtung, pass auf. Wir sollten uns über die Brücke zurückziehen, Heinrich. Jawohl. Ich spinne die Thermopylen nach. Heinrich? Ja, ich bin dabei. Nein! Scheiße! Du bist jetzt nicht wirklich darunter gefallen, oder? Ich bin nicht runtergefallen, ich bin gestorben. Ah, fuck. Ich. Bragi, der Tapfere, hat mich getötet. Wir haben unsere Wetten ganz schön scheiße aufgestellt. Es ist ewig weit weg. So. E-Man kommt. Alter, er wird sich bestimmt heilen, der Tapfere. Ja, und überall sind Krokus, ganz praktisch. Ey, der ist geglitscht. Der eine Kroko. Hat ja echt den Glitchy gemacht. So, hier hoch. Hoch. Und wenn ich von hier irgendwie genau ausruhen. Klettermann. Ausruhen. Klettern. Ich hoffe, hier sind noch keine Gegner nachgespawnt. Nein! Stirb jetzt nicht auch noch. Wie sind wir da lang gelaufen? Ich glaube rechts hoch.
So. Nee, links. Ja. Scheiße. Wieso kann Bragi nicht klettern? Ich mach jetzt die Feiglingen-Methode. Wie lange sie funktioniert, alles gut. Hast du den tapferen Typen schon gekillt? Oder bist du dabei. Ich hoffe, ich gehe noch richtig. Oh, hier liegt eine Leiche. So, jetzt ist Bragi der tapfere Tod. Super. Bekomme ich ja mein Zeug. Oh, eine nachhaltige Mahlzeit. Ich bin hier auf dem Rückzug gestorben. Machst du die Geräusche oder macht das was anderes? Denn? Gerade. Achso, dann komme ich hier auch mal runter. Oh. Aber hier sind noch ganz viele. Ich sehe dich gar nicht. Ich komm gerade hoch. Ach, du bist ganz runtergerannt. Ah, okay. Ja, ich bin ja vor Bragi geflohen, sonst hätte der mich getötet. Die Musik ist auf jeden Fall gerade wieder sehr episch. Ja, also es gefällt mir nicht, was ich sehe, weil da auf der einen Seite sind zwei Leute, die machen Liegestützen, einer der trainiert, überwacht meine ich. Das heißt, wenn wir da angreifen, drei Gegner? Ja, da rüben wir schon mal sechs Gegner. Und da unten locken wir gerade zwei an. Und daneben. Los, zur Brücke, zur Brücke, zur Brücke. Oh, das sind vier. Darf ich denn nicht? Hinter dir! Hinter mir überall! Ah! Keine Ausdauer mehr hier! Es kommen immer noch welche! Fettraupe! Oh, 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 ah. Ah, ich habe das falsche Getränk ausgerüstet. Mann. Nimm mal ein Bett jetzt mit. Ich mache jetzt wieder Feiglingen-Methode. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch weg. Scheiße, ey. Zweimal verreckt.
Da hätten wir doch eher die rechts angegriffen, da waren es nur drei. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil es sind jetzt noch mehr Gegner wieder gespawnt. Der Feigling ist, rennt weg. Ah ja, die spawnen gerade wieder. Das sind Steinnasen gerade gespawnt. Ja, ja, die Steinnasen sind vorhin schon so ein paar gespawnt. Das macht es mir jetzt ein bisschen schwerer, wieder mitzukommen, quasi, oder hinzukommen. Und darum, die ganzen Viecher, wenn die Viecher schon spawnen, dann spawnen wahrscheinlich die Krieger auch bald wieder. Pause. Dafür habe ich es mit der einen Ecke jetzt ganz gut. Weil ich krieg's ganz gut hin. Bist du jetzt wenigstens eine Stufe aufgestiegen, weil du hast sie ja alle da gekillt, ich ja eher weniger. Ja, nein, ich bin jetzt kurz vor meinem nächsten Stufenaufstieg. Ja, ich auch, ich bin auch kurz vor 28. Boah, fuck yo, fuck, 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 fuck. Hat er mich erwischt. Ausdauer, scheiß Ausdauer. Ja, die Ausdauer, die muss man echt trainieren. Toll. Ach, da bist du gerade. Arschloch. Ich laufe mal an dir vorbei, weil ich bring Steinnase mit. Okay. Ich hole auch nur meine Ausrüstung und dann... Ach, hier ist auch eine Kriegerin. Fuck. Ich komme jetzt hier gar nicht ohne Waffen weiter. Ich helfe dir gleich, musst du erstmal diese Steine. Ich versuche an der vorbeizulaufen. Ich hole nur schnell meine Sachen, dann bin ich auch gleich wieder weg. Oh nee! Das ist jetzt richtig doof. Ja, hier sind jetzt schon zwei Leute hier oben. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin gleich wieder weg. Scheiße, 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 scheiße. Ah, jetzt bin ich überladen. Das gibt's doch nicht. Gib mir irgendwas zum Hacken, verdammt, ey. Scheiß auf den Stein. So. Muss ich mir erstmal eine Fettraupe gönnen? Bist du noch am Fluss und lebst? Ja. Ich bin am Fluss und ich lebe noch. Hast du dein Zeug? Ja, ich hab mein Zeug. Da oben war. Ich würde sagen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Also, man muss sich da irgendwie ein Zwischenlager machen. Weil die sind ja jetzt schon wieder gespawnt, wir brauchen viel zu lange, um die zu killen irgendwie. Ja. Wir können auch erstmal weiter dem Fluss entlang, dann kommen wir ja irgendwo bei uns wieder raus. Ja, dann könnten wir sozusagen da durch die Wüste wieder zurückgehen. Ja. So ein bisschen so querfeldein dann so ein bisschen. Ja, auch so ein bisschen Gegend erforschen halt, oder? Ich habe aber fast noch eine Stufe bekommen, also. Ich bin nur 28. Ja, welche Stufe ich jetzt bin, das gucke ich mir an, sobald wir zu Hause sind.
Boah, zweimal verreckt, ätzend. Spannend war's. Also das Lager müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, wenn wir auch ein paar Begleiter vielleicht haben. Ja, und wenn wir Begleiter haben wollen. Da waren ja echt gute dabei, die wir da abgeschlachtet haben. Ja, ein Schmied, Alchemist, das sind schon welche, die ich gerne so hätte. Ja, vor allem ich gerne als Mitarbeiter requiriert. Vor allem auch Stufe 3, ne? Oh, da spuckt was. Lass mal weiter. Ich sehe es nicht. Es spuckt nur. Lass spucken, Junge. Ja, hier könnten wir langsam gucken, dass wir irgendwo querfeldein wo lang kommen. Ja, das sind Warane oder sowas. Die Scheißviecher. Achtung, von links und rechts werden wir bespuckt. Aua. Vor uns ist auch eins. Das Sarg stückel ich jetzt mal hier. Oh, hat mich erwischt. Hey, bist du flott unterwegs, ja? Stufenaufstieg! Hippie! Ja, kriegst du überhaupt ein Hackmesser? Warte mal. Hack? Nee, ist Axt. Wo ist ein Hack? Hack, Hack, Hack. Salamanderkopf. Heißt sogar geil. Salamander. Schmeißt man das Fleisch weg und weiter. Das ist nämlich irgendwie nach links. Stimmt, links querfeldein. Ja. Da sehe ich erstmal hohe Wände. Aber da scheint es schräg hoch zu gehen. Da könnten wir langkommen nach Hause. Abkürzen. Ja, machen wir doch. Vorne steht schon wieder eine Steinnase. Aber ich bin wieder voll geheilt. Ich auch. Und diesmal habe ich meine Heilung auch reingezogen. Ja, ich habe meine... Lass mal... Ja, sind scheiße, mehrere. Lass mal die einzeln anlocken. Lock sie mal an mit deinem... Der kommt doch so schon. Oh, Ausdauer. Stufenaufstieg! Super. Lass mal ganz links vorbei. Ja, bald bin ich übrigens barbusig. Nicht, dass wir die da irgendwie... Ups. Auch noch anlocken. Waren es nicht mehrere? Nope. Also, da schräg rüber. Siehst du da diesen Baum in der Ferne? Ja. Ah, ich weiß, wo wir sind. Da müssen wir uns in etwa hin. Da ist... Das, hier haben wir noch immer da auf der einen Seite... Da ist irgendwas Verfluchtes hier. Ich will nur mal kurz gucken. Was ist das? Was ist das? Schlundloch. Oh, da. Hyäne oder sowas. Oh. Das ist eine Tote.
kriege ich denn, wenn ich die hacke? Hm, Dämonenblut, unverdorbenes Fleisch. Sind noch mehr von diesen Dämonen hier. Okay. Alter Schwede. Cool. Und lass mal weg hier. Hier. Verderbnis nimmt zu. Okay, aber dann haben wir ja auch wieder was Schönes Neues entdeckt. Aber wenn wir jetzt hier abkürzen können, ist richtig gut. Ja. Also es war auf jeden Fall eine ganz coole Tour. Wir haben ein bisschen was entdeckt und so. Ich bin ein paar Mal gestorben. Oh, der Kudu greift mich an. Hey, du Kudu. Sag mal, geschmeidig, ey. Oh, exquisites Fleisch. Oh. Nehmen wir mal mit. Ah, bin irgendwie... Hm. Genau 100. Also, sonst kannst du mir auch was geben. Ich habe 89%. Ja, hier liegt was. Kannst ja gucken, was du haben willst. Ups. Waren zwei auf einmal. Ich habe das Fleisch mitgenommen. Ja, ich brauche wieder Steaks. Mein Steakvorrat ist leer. Ja, und du willst ja keinen Fisch essen. Nee. Ach, das ist ja... Da müssen wir uns auch nochmal anschauen. Brummbrummtempel, ne? Da ist wieder so ein Kudu, der einen angreift. Ja, der Brummbrummtempel, auch sehr schön. Hast du eigentlich noch das Mini-Krokodil? Ja. Cool. Ah, jetzt brummt er erst. Brummbrummtempel. Brummbrummtempel finde ich ganz gut. Ist auf jeden Fall cooler als... wie er wirklich heißt. Wie auch immer er wirklich heißt. Aber Brummbrummtempel finde ich... Wo wart ihr letztes Mal? Ja, beim Brummbrummtempel. Irgendwann werden wir auch noch den Brummbrummtempel erforschen. Ja, ich glaube, den Weg kennen die ja zum ja schon haufenweise mal gegangen. Wir machen jetzt einfach mal einen Break. Laden und entladen uns ab und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar, like das Video und hinterlasst ein Abo. Wir würden uns sehr freuen. Jo. Bis dann, macht's gut. Vielleicht mal sehen, was wir morgen nächstes Mal machen. Der Brummbrummtempel muss auf jeden Fall noch ein kleines bisschen warten, denke ich. Genau. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao.